Moin Moin, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Upsala, heute geht es um Massivholz. Hier, ich hatte vier große, fette Eichenbohlen von 2,30 Meter Länge, die habe ich jetzt zugeschnitten, wie du im Hintergrund sehen kannst. Das ist nämlich der erste Teil vom Designertisch. Worauf du achten solltest beim Massivholz-Zuschnitt, das erfährst du alles in diesem Video. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los und ich wünsche dir wie immer viel Spaß dabei. Das Holz, was wir jetzt zusägen, beziehungsweise erstmal auf Länge sägen und so weiter und so fort, daraus möchte ich einen Designertisch mit euch bauen. Das ist quasi Teil 1. Und warum ich mir jetzt schwarze Einweghandschuhe anziehe, ganz einfach, das ist Eicheholz hier, wie ich dazu gekommen bin. Das Video werde ich dir hier oben verlinken. Das ist ein Vlog auf meinem Zweitkanal, da erkläre ich dir, wie ich dazu gekommen bin. Ganz, ganz günstig. Ist vielleicht nicht das allerbeste Holz, beziehungsweise es ist sehr, sehr viel Verschnitt dabei, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Ich ziehe mir jetzt schwarze Einweghandschuhe an, ganz einfach. In der Eiche ist Gerbsäure enthalten und wenn ihr jetzt den ganzen Tag mit Eiche rumjongliert oder jongliert und das in der Hand habt und dann Eisen anfasst, dann verfärben euch eure Hände sich bläulich leicht schwarz. Das bekommt ihr dann auch nicht weg mit Seife und Duschen und so weiter und so fort. Dann müsst ihr mit Zitronenwasser oder Säure rangehen. Oder mit Zitronensaft und dann könnt ihr das Ganze wieder entfernen. Ist natürlich ziemlich lästig, deswegen ziehe ich mir schwarze Einweghandschuhe an. Zur Säge kommen wir später nochmal, da habe ich mir neu zugelegt. Wer mein 5-Minuten-Update verfolgt, der weiß das. Ich habe in der Regel eigentlich immer eine Tauchkreissäge, die verwende ich aber reinweg, um Platten zuzuschneiden. Bei Massivholz ist es was anderes. Das Massivholz, da ist sehr, sehr viel Spannung drin und deshalb brauchen wir einen Spaltkeil, wie wir hinten sehen können. Der verhindert einfach, dass sich das Holz zusammendrückt und dann, dass das Sägeblatt eingeklemmt wird. Sprich, es geht um unsere Gesundheit. Kommen wir nachher nochmal. Erstmal schauen wir uns die Bohlen mal an. Ich habe jetzt insgesamt 3 Bohlen hier rausgeholt. Die haben eine Dicke von 50 bis 60 mm und eine Gesamtlänge von etwa, ich weiß es gar nicht, 2,36 m. Den Tisch, den ich bauen möchte, der soll eine Breite haben von, ich glaube, von 80 cm und eine Länge von 1,35 m. Und wie ihr sehen könnt, haben die Bohlen ziemlich viel Verschnitt bzw. Ausschussware. Es gibt hier ganz, ganz viele Äste. Hier, dort, hier ist was weggebrochen. Die Bohlen sind ziemlich krumm. Das heißt, es wird sehr, sehr schwer, dass wir dort eine Gerade rausbekommen. Was mache ich immer dort? Ich nehme mir immer ein Stück hier Kreppband, damit ich die Bohlen beschriften kann, dann Edding und eine lange Wasserwaage. Dies ist leider 1 Meter lang, am besten wäre so eine 2 Meter lange Wasserwaage. Denn dann können wir nämlich genau rüber peilen, wo wir den Schnitt setzen können, was wegfällt, was nicht. Wir müssen natürlich auch nochmal hinzuberechnen, einen Zentimeter an Material, was wir dann weghobeln können. Und deswegen empfehle ich euch, legt euch die Bohlen schön hin, nehmt euch Zeit und guckt euch das Stück für Stück an. Und überlegt, was ihr braucht und wie ihr was dann wegschneiden könnt. Zum Beispiel jetzt hier, ich möchte diese Kante jetzt einmal links und rechts vom Tisch haben. Ich habe schon mal so einen Tisch gebaut, das Video ist schon 4-5 Jahre alt. Und diese Naturkante mit dem Splint soll erhalten bleiben. Das heißt, ich brauche einfach 2 vernünftige Kanten. Ich habe jetzt auch hier schon nichts gemacht. Sprich, das wird einmal die rechte oder linke Seite. Das heißt, hier könnt ihr sehen, auf der linken Seite habe ich einen Strich markiert. Das heißt, hier ist ein Ast. Und hier werde ich die Bohle erstmal auf Länge schneiden. Beziehungsweise werden erstmal alle Bohlen gleich erstmal auf Länge schneiden. Und dann habe ich jetzt hier eine Länge von 1,40 Meter genommen. Das heißt, 5 cm haben wir links und rechts Verschnitt. Beziehungsweise eine Seite, dass wir den Tisch dann nachher auf Länge schneiden können. Das heißt jetzt, aus dieser Bohle hier bekomme ich ein Teil, zwei Teile. Ich werde versuchen, den Ast hier rauszuschneiden, sprich den Kern. Warum, weshalb, kommen wir später nochmal zu, warum ihr versuchen solltet, Kernware herauszuschneiden. Bei der hinteren Bohle könnt ihr auch sehen, die macht einen riesengroßen Bogen, so einen riesengroßen Schlenker. Und ich habe mir jetzt hier auch was angezeichnet, und zwar eine Länge. Das wird auch das andere Seitenteil dann werden, weil hier diese Kante ziemlich gerade ist. Und hier habe ich auch mal angezeichnet eine Länge von 1,35 Meter. Sprich, hier kriegen wir eigentlich nur
ein Teil raus, das andere ist wahrscheinlich verschnürt. Das werde ich mir dann wegstellen, weil hier kann man noch was raussehen, vielleicht einen kleinen Hocker oder ich weiß es nicht. Was wir noch machen könnten, ist es auf der linken Seite, sehe ich gerade, dass wir hier, wir könnten so 13, 14, wir könnten hier auch noch mal ein gerades Stück vielleicht rausschneiden. Ihr seht von 1,35 Meter, wenn ich das jetzt so ansetze, so, dann könnte ich hier auch ein Stück herausschneiden. So, das heißt, ich würde hier auch noch mal ein Stück rausbekommen. Ihr seht, ich habe jetzt hier auch wieder einen Ast. Hier auf der linken Seite sind Risse. Also die Bohlen sind nicht wirklich günstig. Sind ziemlich gerissen, aber das ist halt sehr, sehr massives und altes Eichenholz. Ich glaube, um die 300 Jahre ist das Ganze alt. Das habe ich mir mal vom Bauern geholt. Wie gesagt, den Blog, den verlinke ich dir hier oben. Sprich, jetzt haben wir unsere Bohlen ganz grob markiert und es wird richtig, richtig knapp, dass ich eine 80er Breite rausbekomme. Ja, wünsche mir oder drückt mir die Daumen, dass das funktioniert. Und jetzt sägen wir das Ganze zu. Wie gesagt, mit einer Handkreissäge. Ich mache das jetzt so. Am besten macht ihr das auf zwei Arbeitsblöcke. Und ihr müsst halt immer so sägen, dass ihr, dass die ganzen Bohlen nicht in der Luft schweben, dass sie nicht irgendwie runterfallen, euch auf die Füße fallen oder dass es so ist, dass ihr dazu neigt, das Ganze dann aufzufangen und dann packt ihr unterm Sägeblatt. Das ist natürlich dann fatal, ne? Am besten macht ihr das auch zu zweit, dass immer jemand gucken kann und dabei anfassen kann, wenn ihr sowas noch nicht gemacht habt. So, ihr seht jetzt hier, ich will hier die Bohle durchtrennen, sprich, ich lege mir vier Druckzulagen einfach darunter, dass die Bohle dann, wenn sie durchtrennt ist, nicht einfach so runterfallen kann. Eine Führungsschiene brauchen wir jetzt dafür nicht, weil wir einen Querschnitt machen, aber ich habe jetzt gemerkt, guck mal, das Ganze wackelt. Sprich, das Teil, was abfallen soll, das zwingen wir jetzt nicht fest, aber die Teile, die wir behalten wollen, die kann ich euch empfehlen, das Ganze dann fest zu zwingen, damit das Ganze nicht hin und her wackelt. Und da einfach eine Handzwinge hier. Es macht natürlich jetzt eine Menge Arbeit, das Ganze zu sägen, vor allem ohne Absaugvorrichtung. Die habe ich nämlich jetzt nicht angeschlossen. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Ihr riecht jetzt das Holz. Das kann man nicht beschreiben. Das muss man einfach erlebt haben, wenn man das Ganze zusägt. Es ist wirklich was ganz, ganz Tolles. Die erste Bohle haben wir jetzt auf Länge gesägt. Ich zeige euch auch gleich nochmal, warum wir den Kern rausschneiden, beziehungsweise hier ist jetzt kein Kern vorhanden, aber worauf ihr achten solltet. Das ist jetzt die durchgeschnittene Bohle und ihr seht, die Bohle biegt sich auch so leicht. Das ist ganz normal. Es gibt eine linke und eine rechte Seite beim Holz. Dazu kommen wir auch noch mal irgendwann. Und die Jahresringe verlaufen jetzt so. Das heißt, dieses Stück Holz, das stand ja mal so, das war ja am Baum, da war ja komplett rund. Und hier ist der Kern gewesen, jetzt mal übertrieben. Sprich, man müsste, also hier macht es jetzt nichts aus, aber wenn jetzt mal übertrieben, wenn jetzt hier der Kern gewesen wäre, die Jahresringe wären so. Würden so verlaufen. Dann haben wir hier stehendes Holz und hier ist halt die Kernmitte und die verarbeitet oder beziehungsweise arbeitet in allen Richtungen und die würde man dann komplett rausschneiden. Das machen wir dann beim Besäumen. Wir schneiden das jetzt erstmal auf Länge zu. Aber damit ihr das schon mal gehört habt, ist es bei diesen Bohlen nicht so tragisch. Also die haben alle keinen Kern, aber dafür Risse. Auch die zweite Bohle, die schneiden wir jetzt hier auf meinen multifunktionalen Werktisch zu. Ihr könnt natürlich, wenn ihr so ein Lochrastersystem habt, könnt ihr die Bohle nochmal festzwingen. Aber die ist sehr, sehr fest, also da wackelt nichts. Und hier sägen wir auch nochmal das Ganze auf Breite zu. Ganz, ganz wichtig, immer einen Gehörschutz verwenden. Das sollte man nicht unterschätzen. Und was ich immer ganz, ganz gerne mache, ist das Kabel. Damit ich nicht ein Kabel reinsäge, ich lege mir das hinten um die Schulter oder um den Rücken.
Und jetzt kommen wir zum ersten Längsschnitt. Dafür verwende ich jetzt meine Führungsschiene. Ihr könnt das theoretisch auch ohne Führungsschiene sägen, aber die erleichtert mir jetzt schöne gerade Schnitte. Umso weniger verschnitt bzw. umso weniger Wellen habe ich im Schnitt und umso weniger muss ich nachher weghobeln. Sprich, es ist sehr, sehr effizient und am Ende verschnittsparend. Auch wenn wir jetzt hier bei dem Bohlen nicht wirklich viel sparen am Verschnitt. Ihr seht, ich werde jetzt, hier wird ein Streifen rausgeschnitten und auf der anderen Seite später. Ich habe nämlich hier schon einen Schnitt getan, einen Querschnitt, der geht nur bis da, damit ich nachher zwei Teile rauskriege. Leider kann ich jetzt links und rechts keinen rausschneiden, weil es von der Breite her nicht passt. Und hier befindet sich ein ganz, ganz großer Ast. Was ich euch empfehlen kann bei so einer Führungsschiene, ganz, ganz wichtig, zwingt die links und rechts fest, damit ihr nicht verrutscht beim Sägen. Und ansonsten führt das langsam, das Sägeblatt. Und wenn ihr merkt, es wird schwer, ihr kommt nicht durch, dann macht die Säge aus, haltet die so lange fest, bis sie dann steht. Nicht, dass die Säge oder das Sägeblatt sich verkantet und ihr wollt die dann fangen und die springt dann zurück und die greift dann direkt ins Sägeblatt. Deswegen die Säge festhalten, bis sie dann komplett ausgedreht ist, beziehungsweise das Blatt. Ja, ansonsten können wir dann so die Bohle besäumen. In der Regel besäumt man jetzt hier diese Seitenteile, beziehungsweise hier, wo die Borke ist, beziehungsweise der Splint. Der Splint ist beispielsweise ein recht weiches Holz, ein Abfallprodukt bei Eiche, wird im Baumarkt beispielsweise ganz oft mitverkauft. In der Möbeltischlerei schneidet man so einen Splint in der Regel weg. Woran könnt ihr das sehen, wenn ihr jetzt mal hier mit einem Cutter rüber geht oder mit einem Messer? Dann habt ihr hier ein helles Holz und hier ein dunkles und das dunkle in der Regel verwendet man dann. Der Splint ist einfach zu weich. Aber bei diesem Designertisch, das ist ja jetzt total in Mode, wollen wir den Splint einfach mit reinnehmen. Und jetzt könnt ihr auch ganz toll sehen beim Längsschnitt, dass jetzt hier der Material, also das ist ein Sägeschnitt und hier geht die Bohle auseinander. Sprich, hier ist ganz schön viel Spannung drauf. Es hätte auch sein können, dass die Bohle sich zusammendrückt und dann hätte oder wäre das Sägeblatt blockiert und dann wäre die Säge weggehüpft. Ein Kickback kann man dazu auch sagen. Und deswegen das Spaltkeil, also der Spaltkeil verhindert das quasi. Und bei einer Tauchkreissäge, die ich auch habe, damit säge ich in der Regel Plattenmaterialien zu. Und da ist in der Regel nicht so eine Spannung, dass das Sägeblatt blockieren könnte. Kann aber auch passieren. Und gerade beim Zuschnitt habt ihr auch gesehen, dass ich quasi über Kreuz gesägt habe. Das heißt so, in der Regel solltet ihr immer so sägen. Das heißt nicht über Kreuz, der Motor zeigt zu euch hin. So sind die Hände und nicht über Kreuz, ganz, ganz wichtig. Also manchmal lässt es sich nicht vermeiden, aber ich empfehle euch, das nicht so zu machen, also ganz klar. Nachdem wir die Längsschnitte gemacht haben, sprich eine Bohle immer besäumt haben, hier diesen Splint abgeschnitten. Wie gesagt, der Splint, den verwendet man in der Regel nicht. Der hat auch hier ganz kleine Wurmlöcher und es kann euch durchaus mal sein, dass euch ein Stück Holz wegbricht. Also eigentlich ungeeignet Abfallholz, Feuerholz. Ich habe jetzt eine Seite besäumt mit der Handkreissäge. Ihr könnt, wenn ihr wollt, das Ganze komplett besäumen. Wie gesagt, weniger Verschnitt wegen dem Hobeln nachher. Ich habe jetzt eine Seite besäumt und den Rest mit meiner Tischkreissäge zugeschnitten auf Breite ungefähr 13 bis 14 cm. Damit ich ungefähr einen Zentimeter abhobeln oder runterhobeln kann. Ja, tolle Säge, hat sie geschafft, 55, 60 mm. Natürlich muss man das langsam machen und mit Sorgfalt. Ist, glaube ich, die erste hier auf YouTube. Einer der ersten war das, glaube ich, das Exemplar. Das Video, beziehungsweise mein Erfahrungsbericht, 5 Jahre, verlinke ich dir mal hier oben, kann ich dir nur empfehlen. So, zufälligerweise ist die Handkreissäge auch von Bosch. Ist toll. Was ist das für ein Modell? GKS85G, Schnitttiefe von 85 mm. Wie gesagt, meine Tauchsäge ist eine 55er Tiefe, Schnitttiefe und eigentlich ungeeignet, um massiv Holz zuzuschneiden, beziehungsweise solche Bohlen. Finde ich toll, habe ich in der L-Box gekauft. Einzige Manko, was mir jetzt persönlich nicht so gefällt, also ihr könnt eine Tiefenregulierung hier einstellen. Ihr habt einen Spaltkeil, ihr habt einen Schutzhaube hier, ist, dass die Maschine ziemlich schwer ist. Also, ja, was soll ich sagen? Aber ja, wer Power haben will, der muss, ja, ne? Denn der Motor wiegt ja auch einiges, ne? Die Wicklung und so weiter und so fort. So, gucken wir uns nochmal den Zuschnitt an, was wir jetzt zugeschnitten haben.
Kamera steht und ich bin auch ziemlich verschwitzt, wie ihr sehen könnt, und eingestaubt und dreckig. Absauganlage ist definitiv zu empfehlen. Nun leider ist es ein bisschen doof, wenn mein Staubsauger hier in der Werkstatt steht. Das ist jetzt der Zuschnitt. Wie gesagt, links und rechts, die Kanten lassen wir da. Die sind einigermaßen massiv und brechen nicht ab. Und in der Mitte haben wir 1, 2, 3, 4 Stücke, ja, die wir dann hobeln. Ihr seht jetzt hier 1, 2 Äste, sind aber nicht so tragisch, weil ich die Bohle dann nachher umdrehe. Und das war's auch von diesem Video. Ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen. Wenn du noch Fragen hast, ach so, Sägeblatt, Wechselzahn verwenden, darüber gibt es auch ein extra Video, was für Sägeblätter es auf dem Markt gibt. Schau dir einfach meine Videos an. Ansonsten hoffe ich, dir hat das Ganze gefallen. Das nächste Video handelt darum, wie wir die ganzen Bohlen hobeln, sprich der zweite Teil vom Designertisch. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, unbedingt abonnieren, Handwerker Daumen nach oben geben und einen Kommentar. Ist eigentlich Pflicht bei YouTube, wenn du mich unterstützen möchtest. Ansonsten findest du alle Materialien, Werkzeuge und so weiter und so fort, wie bei jedem YouTuber, unten in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, bis nächste Woche. Bis dahin, euer Mr. Handwerk.